Ganz oft, wenn mich jemand Neues kennenlernt und mitkriegt, was ich beruflich tue, nämlich mit den Toten kommunizieren, unter anderem, kommt sehr schnell die Frage, naja, wie ist das denn? Siehst du die Toten ständig, wenn du ins Restaurant gehst oder weggehst oder vielleicht in einem eher privaten Moment, sind die dann auch da und gucken die zu und kriegst das mit? Und ich muss sagen, oh mein Gott, wenn das so wäre, dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr leben, weil ich schätze schon, dass ich ein bisschen Privatsphäre habe. Und durch das Training der Sinne, beziehungsweise das Training mit der Kommunikation zwischen den Welten, durch das Verstehen, wie das Ganze funktioniert und dann auch das Aufbauen einer Struktur in der Kommunikation und auch mit dem Team und das klare Definieren, was ich wollte und immer noch will in dem Kontakt, hat mir das sehr geholfen, es an- und auszuschalten. Also die wissen, dass es Momente gibt, in denen ich einfach privat bin und keinen Kontakt haben möchte. Und die respektieren das auch. Plus dann auch eine gezielte mentale Struktur aufbauen, die klarstellt. Du kannst dir vorstellen, es ist sowas wie eine Art Firewall, die es abblockt, dass zu viele Informationen über meine Hellsinne an mich herangetragen werden. Egal, ob das jetzt ein Jenseitskontakt ist oder Informationen von Menschen, die um mich herum sind. Ich muss zwar gestehen, dass es nicht immer einfach ist, meine Hellsinne komplett abzuschalten. Also sobald ich mich mit Menschen unterhalte in einem ganz alltäglichen Rahmen, also nicht verbunden mit der Arbeit, schwappen immer wieder Informationen über die Hellsinne an mich ran. Und das finde ich auch ganz kostbar, weil es ein Teil unseres Wahrnehmungsorganes ist, die Hellsinne. Also da dürfen die auch funktionieren, solange ich sie in dem Moment richtig verstehe, zuordnen kann und dann nicht nur über die Hellsinne voreilig Schlüsse ziehe, kann das sehr wertvoll sein, so im alltäglichen Umgang. Aber mehrheitlich versuche ich das so weit wie möglich zu vermeiden, weil es ein konstanter Energieaufbau ist, diesen Fokus auf die Hellsinne zu halten. Und ich ganz froh bin, wenn ich das aufsparen kann für meine Arbeit als Medium. Also, man kann durch Kontrolle, durch eine Struktur, durch eine mentale Struktur eine Kontrolle reinbekommen in diese Wahrnehmung und ist dann nicht nötigerweise 24 Stunden, 7 Tage die Woche überlagert mit diesen Wahrnehmungen und Bildern und prophetischen Impulsen und Verstorbenen, die sich zeigen.